Wir sind wieder zurück bei Let's Play Call of Cthulhu und wir stehen nun vorm Verwaltungsbüro. Hoffe ich doch, dass es das Verwaltungsbüro ist. Wir haben den Schlüssel zu diesem Verwaltungsbüro und wir öffnen das jetzt einfach mal. Und schauen einfach mal, was es hier drin so gibt. Ich mache die Tür mal brav hinter mir zu. Und wir haben ja das letzte Mal den Schlüssel schon geklaut gehabt. Und jetzt befinden wir uns hier im Hotel und hier sieht's richtig lecker aus. Nothing of interest. Und hier drin ist es so interessant, dass es nicht mal was Interessantes gibt. Das ist unfassbar. Can't see anything of use. Ah, natürlich. Keine interessanten Dinge. This office is a mess. Na, das Büro ist eine einzige Sauerei. Wie gesagt, wir haben es hier mit Captain Obvious zu tun. Oh, was haben wir denn hier? Munition. There are severed body parts strewn all over the office. Ih, stimmt. Das sehe ich ja jetzt erst. Bah. Da liegt ein Kopf. Und da liegen ein paar Hände. The rug is caked in dried up blood and guts. Ist das ekelhaft. So, wir haben hier mal ein Bildchen. Nothing important here. Nichts Wichtiges. Aber hier ist ein Buch und ich schätze mal, wir müssen dieses Buch lesen. Gut, das ist zumindest. I wonder what secrets this book holds. Es trägt auf jeden Fall schon mal Geheimnisse. With blood. I'm not touching it. Okay, wir fassen dieses Beil nicht an. Natürlich nicht. There are severed body parts strewn all over the office. Ist das ekelhaft. Ohne Scheiß. Das ist voll widerlich. Bah. What? Okay, ich muss gerade mal kurz gucken, ob er auch aufnimmt. Er nimmt auch auf, Gott sei Dank. Sonst hätte ich jetzt ausrasten müssen, leider. Sollen wir mal lesen, was in dem Buch vielleicht steht? Gucken wir gerade ins Buch. Na? Ist das ein Tagebuch? Nee, es war kein Tagebuch, verdammt. Sammlung allgemeiner Indizien. Verdammt, Alter, das kann ich. Es ist auch ein bisschen verwirrend, dass man hier nicht zurückkommt. So, hier. Postmortem-Aufzeichnungen. Sie war lebhaft. Und wie? Ich ließ sie so lange am Leben wie möglich, wegen der Musik, die sie machte. Was für Lungen. Und nachdem sie fertig war, fand ich diese Lungen in ihrem Aussehen so gut, wie sie klangen. Vielleicht werde ich sie behalten. Ihre Leber war außergewöhnlich süß. Ich wollte nie unbedingt nach New York, aber wenn alle dort so viel quasseln wie der hier, verpasse ich wohl nicht viel. Als er aufwachte und die Messer sah, fing er sofort an zu reden und zu flehen und verhandelte um sein Leben. Die ganzen Wörter haben mich ganz schwindelig gemacht und ich musste ihm zuerst die Zunge wegnehmen, damit er aufhört in Zukunft. Was, damit er aufhört? Aufhört, ah okay, da war ein Punkt, habe ich gar nicht gesehen. In Zukunft warte ich wohl ein bisschen, nachdem sie mit dem Essen fertig sind. Seine Innereien haben so schlimm gestunken. Das sind echte Probleme. Die Knochen waren fast alle draußen, als er starb. Bei dem, was? Bei den Arterien war ich besonders vorsichtig, damit er so wenig Blut wie möglich verliert. Er hielt dann auch viel länger durch. Das Fleisch bewegte sich von alleine, als er versuchte, seinen Arm zu benutzen. Aber ohne Knochen konnte er nichts machen, außer zucken. Ich nahm ihn aus dem Riemen heraus, damit er sich freier bewegen kann und sah zu. Einfach wunderschön. Der neue Knebel war viel besser und er war ruhiger als seine Vorgänger. Ende. Eine wunderschöne Geschichte. Klingt wie eine Geschichte zum Einschlafen, ne? Auf jeden Fall. Aber es muss doch noch irgendwas hier geben, was... Irgendwas... habe ich doch hier bestimmt wieder übersehen. Ich guck gerade mal auf den Boden. Mir wurde ja zugetragen, dass hier öfters mal... irgendwelche Falltüren auf dem Boden sind, wo man rein kann oder so. Aber hier ist ausnahmsweise mal nichts. Wir gehen mal wieder raus. Hallo? Na. So. Aha. Es war richtig. If you just follow me, sir, I'll show you to your lodgings. I heard there was a killing over the old Waits house tonight. They reckon the old fool killed his own daughter. Caked head to toe in her blood, they says. And had to be dragged away, screaming and crying. I reckon there'll be a lynching for what he done. Ja gut, wir wissen ja, dass das nicht war. Sondern dass es ja eigentlich fast schon... ja, unsere Schuld war, dass die Tochter gestorben ist. Weil wir haben ja das Vieh oben freigelassen, aber gut. Was kann passieren? Mein Gott. Gibt Schlimmeres. Glaube ich. You're still looking pallid, sir. You're needing to have yourself some rest.
Sleep well and keep down the racket. Us Innsmouth are quiet folk. Ich glaube, unser guter Detective hier fängt so langsam an, so ein bisschen durchzudrehen. Nothing of interest. Zumindest sieht er Dinge. It's late. I don't think it'd be wise to wake the other guests. Die echt ein bisschen strange sind. An old chest of drawers. Nothing of interest. Eine alte Kommode, nichts Interessantes. Es können durchaus interessante Dinge in alten Kommoden drin sein. An old wardrobe. Und auch in alten Kleiderschränken. I just don't feel safe going to sleep yet. Nee, schlafen gehen wäre jetzt vielleicht nicht so geil. It's not important. Zigaretten. Lucky Seven. Aha. The room's cold enough without opening the window. Gut, wir brauchen also kein Fenster. Ich weiß nicht, wir haben jetzt gerade gesehen, wo der Typ rein ist. Da vorne. Ich weiß jetzt nicht. Sollen wir dem hinterhergehen? It's locked. Abgeschlossen, okay. Ich gehe jetzt einfach mal hier so lang. It won't budge. Und, ach, das ist die Tür. Mach die scheiß Tür auf. War er das gerade? Nee. Hä, was war das gerade für eine Tür, die dazugegangen ist? Ich weiß es nicht. It won't budge. It won't open. Geht nicht auf. It won't budge. Geht auch nicht auf. It won't budge. Die ganzen Türen gehen ja gar nicht auf. Was ist los? Ich schaue mich hier nochmal ein bisschen genauer um. Hier vielleicht irgendwas? It's locked. Abgeschlossen? Okay, natürlich. Ich gucke hier nochmal gerade im Zimmer. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es hier noch was Wichtiges gibt. Was ich übersehen habe. Hm. Wir dürfen die Gäste auf keinen Fall aufwecken. Das wäre ja auch... It won't open. Nee, das macht man nicht. Haben wir vielleicht noch irgendwie einen Schlüssel oder sowas? Warte mal. Ein Foto, dann haben wir hier noch ein Manuskript. Pistolenmagazin, okay. Den Schlüssel haben wir schon mal nicht. It won't open. Was ich mich jetzt gerade frage. It won't budge. It won't open. Wo genau geht's denn hier zurück ins Treppenhaus? Wo hat der Typ uns hin verschleppt? Verschleppt. Ach, ich habe die Tür vorhin zugemacht. Ah. Natürlich. It's locked. Sie ist abgeschlossen. Das heißt, es gibt einen Schlüssel. Das ist ja schon mal nice to know. I just don't feel safe going to sleep yet. Gut, er möchte noch nicht schlafen gehen. Ich guck die Kerzen an und die Tür wird zugemacht. Na gut. Aber warte mal, vielleicht können wir denn den Schrank? Ne, wir können den Schrank nicht schieben, okay. Aber den? Auch nicht. It's too heavy to move. It's too heavy to move, natürlich. Ah, guck mal hier. Das Ding können wir schon mal zumachen. Hier auch. Theoretisch gesehen schon. Praktisch gesehen... Alter. Praktisch gesehen würde es keinen Sinn machen, die Türen zu verschließen, weil... The room's cold enough without opening the window. Wir werden ja nicht verfolgt. I can't sleep here. It's not my room. Es ist nicht sein Zimmer. So, so. It won't open. Ja, aber ich guck nochmal gerade in die Tagebücher, vielleicht steht da ja noch irgendwas. Tagebuch? Nein, natürlich nicht. Haben wir denn vielleicht im allgemeinen Indiz hier noch was? Postmortem-Aufzeichnung? Ist da noch was dazugekommen? Nee. Keine Ahnung, warum die noch leuchtet. Ich gucke jetzt gerade mal hier auf den Boden. It's locked. It won't open. Ist auf jeden Fall ein schnuckeliges Hotelzimmer. It won't open. It won't open. Hm. Irgendwas müssen wir doch jetzt hier machen. Ich weiß nur noch nicht was. Vielleicht hier durchs Fenster? Nein. Aber diese Tür hier können wir definitiv öffnen. It's locked. So viel steht fest. Haben wir vielleicht hier drinnen doch noch irgendwas übersehen? Ach, die geht ja jetzt nicht auf. Ich habe sie ja abgeschlossen, natürlich. Tobi, denk doch mal nach. Ja, nee. Können wir den nicht wegziehen?
Den braucht doch kein Mensch. It's late. I don't think it'd be wise to wake the other guests. Warum nicht? Nothing of interest. Die sollen sich mal nicht so anstellen. Nimmt er noch Rücksicht auf die anderen Gäste? Ich glaube, es geht los. I just don't feel safe going to sleep yet. Ja, ich weiß. So ein kleiner Hosenscheißer bist. Können wir den vielleicht schieben? Habe ich, glaube ich, vorhin schon mal probiert, ne? Wie gesagt, würde jetzt irgendwie keinen Sinn machen. Ich schau halt nur gerade, müsste der nicht... It's locked. Abgeschlossen? It won't open. It won't open. It won't open. Better. Not exactly safe, but the best I'm gonna get in this infernal town. So, nach einem kleinen Cut sind wir auch schon wieder zurück bei Call of Cthulhu. Und wir sind jetzt im Gilman Hotel. 7. Februar 1922, früher Abend. Innsmouth stellte sich zerfallener, bedrückender und abweisender heraus, als ich zunächst erwartet hatte. Als der Gestank von verrottetem Fisch verpestet die Luft, während Armut und Krankheit in jeder steinigen Hintergasse wohnen. Nur sehr wenige Einwohner haben sich bisher als kooperativ erwiesen. Die anderen sind ausgewichen. Egal. Oder waren manchmal offen feindselig. Mein Instinkt als Ermittler sagt mir, dass sie etwas verbergen wollen. Es kann natürlich auch sein, dass ich mich von ihrem Aussehen und Verhalten beeinflussen lasse. Sie sind beinahe so schrecklich, dass ich anfange, die hissigen Geschichten von Innsmouth Markle zu glauben. Trotz allem habe ich Fortschritte gemacht. Das Auffinden von Ruth Billingham war sehr wichtig. Sie ist der Meinung, dass ihr Liebling noch heil ist und im örtlichen Gefängnis sitzt. Rebecca Lawrence hat eindeutig von irgendwas Angst. Sie scheint nicht der Typ Mensch zu sein, der sich so leicht einschüchtern lässt. Aber auf der anderen Seite hat sie dann anscheinend noch nicht so viel Angst, dass sie gehen will. Sie scheint sich eher Sorgen um mich zu machen. Dann gibt es da noch Cedric Allen, der alte Säufer. Er war zwar bereit zu sprechen, aber ich wüsste, ob er angefangen hat zu trinken, wegen dem, was er gesehen hat, oder ob er Dinge gesehen hat, weil er getrunken hat. Wer weiß. Der Orden von Dagon, eine heidnische Religion, die von Obed Marsh aus der Südsee hierher gebracht wurde. Rituale auf dem Teufelsriff. Und wer nicht mitmachte, wurde von irgendwelchen Monstern im Jahr 1846 massakriert. Das ist alles so weit hergeholt. Aber was sonst könnte das Ding erklären, das aus Thomas Waits Dachboden hervorgeschossen kam? Wenn ich nicht selbst mit Thomas gesprochen hätte, wäre ich davon überzeugt gewesen, ich hätte Halluzinationen. Was auch immer hier vorgeht, dieser Ort bringt mir das Schaudern. Die Träume werden intensiver. Ich verbringe anscheinend jede Nacht in wirren, fantastischen Landschaften mit gigantischen Gebäuden, deren Architektur völlig fremdartig aussieht. Und mein Körper in diesen Träumen, er ist so merkwürdig. Ich weiß gar nicht, wie ich ihn beschreiben soll. Vielleicht ist es eine verschüttete Erinnerung von diesem okkulten Kram, mit dem ich mich beschäftige. Als ich nicht ich war. Beschäftigte. Und diese Sache mit dem gruseligen Visionen wird immer schlimmer. Sonst konnte ich irgendwie sehen, was Leute manchmal denken. Aber jetzt wird es völlig verrückt. Es ist so, als ob man mich ständig jemand beobachtet. Es ist so, als ob mich ständig jemand beobachten und von den Dächern und Schatten aus verfolgen würde. Alter. So viel Text ist nicht gut bei der Hitze, ganz ehrlich. Ich bin dermaßen nervös, ich kann kaum einen klaren Gedanken fassen. Wenn ich doch nur einen vernünftigen Bourbon in dieser verkommenen Stadt bekommen könnte. Ich muss Brian Burnham aufspüren und zwar schnell. Je früher ich von hier wegkomme, umso besser. Ich werde mich früh am Morgen auf den Weg machen. Alter. Boah. So, wir speichern. Das ist schön. Ich musste nämlich jetzt gerade nach dem Absturz alles wieder von vorne spielen. Und deshalb, ich weiß gar nicht, es kann sein, dass jetzt irgendein Teil nicht dabei ist. Das tut mir sehr leid. Ich glaube, das Türenverschließen war nicht dabei. Aber das ist nicht schlimm. Das habe ich jetzt einfach mal gemacht. Man musste nur die Türen zuschließen. Sonst nichts. Was ist das?
The great city of Nakodas. Rest now, Jack. You are safe. What was in the light, Jack? Where do you want to go? We are your history, Jack, and your future. I don't understand. You will, in time. Human, where have you put the outsider? Top of the house, room 401. Come on, let's have it. Angriff der Fischwesen, na, das klingt ja toll. Ich bin gespannt und ich glaube, wir müssen jetzt flüchten, kann das sein? Wir sollten hier weg. Kann man die Tür... Kann man das nicht ziehen oder so? Ah, okay. Wir haben zum Glück alle Türen verschlossen. Ich glaube... Nein! Okay, der scheiß Schrank ist weg. Rein da und zu. Müssen wir hier lang? Nein! Scheiß Tür zu. Hilfe! I should be able to move this wardrobe. I'll have to block the door with something. And quickly. Das hat ja super funktioniert. Würdet ihr mich mal bitte in Ruhe lassen, die Herrschaften? Danke. Gut, wir probieren das nochmal. Das hat ja super funktioniert. Muss man sich jetzt jedes Mal die Zwischensequenz wieder angucken, wenn man stirbt. Das ist sehr schön. Just keep the noise down. Here, take the keys. Curtis! It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. Nee, falsche Tür. Da wollte ich. Quick! I see him. So, wir schieben das Ding wieder ein Stückchen weg. Das ist ja ganz toll, ich freue mich. So, hier kommen wir rein. So, schnell zumachen. So. Hier können wir schon was vorschieben. Moment, 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 komm, 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 komm. Und hier müssen wir raus, schätze ich mal. Weil ich nicht weiß. He's on the other side. Shoot him! Beruhigt euch, Jungs, beruhigt euch. Oh, die haben die Pistole und ich nicht. Das ist voll unfair. Die geht nicht auf, denn das ist die Tür. Boah. Ihr Pisser. Okay, hier schnell runter. Bleib's. Tschüss. Hört auf, mich zu schießen. Oh. Alter. Tu dir nichts. Boah. Können wir verschieben? Ne, können wir nicht. Okay, hier erste Hilfe und wir gehen weg. Won't budge. Nein, die geht nicht auf.
budge. Geht auch nicht auf, Alter. Hier. Oh, was liegt denn hier? Und First Aid Kit, das nehmen wir mal mit. Nein! Verpisst euch! Hier runter. Ich bin tot. Alter. Das ist doch nicht wahr, oder? Jetzt müssen wir uns das nochmal antun. Ey, das ist doch nicht wahr. Wo hätte ich denn hingemusst? Ich weiß es nicht. Just keep the noise down. Ja, the noise down halten. Weißt du Bescheid. Take the keys. Curtis. It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. Glaube nicht. Quick, I see him head. Hallo. Check the door. Synchro von dem ist ein bisschen lustig. Lass mich doch die scheiß Tür aufmachen, okay? So. Wie war das jetzt nochmal? Ach ja, durchs Fenster. Nee, Quatsch. Blödsinn. Hier durchs Fenster. Das ist ja ganz toll. Ja, ja, komm. Lass mich in Ruhe. Alter. Es ist unfassbar, wie schnell die Türen aufkriegen. Das ist Wahnsinn. Ich bin stolz auf die Bilder der Gesichtsgüter. Just keep the noise down. Kann man sich wegdrücken, das ist doch blöd. Auch nicht hier? Take the keys. Curtis. It's locked. Probably bolted on the other side. He's awake in there. I can hear him moving about. Break the door down, you damn fool. Hurry up. Quick, I see you. Check the door. So, wir probieren es nochmal. Mal gucken, wie weit wir diesmal kommen. Das ist ärgerlich, ich war ja eben schon voll weit. Verdammt ärgerlich. So, hier durch, da kann man die Tür auch noch zumachen. Dann hier rein. Durchschließen und die Tür schon wieder durch. Alter, das gibt's doch gar nicht. So, dann hier rein. Nein. Stimmt ja. Nee, das reicht nicht, scheiße. So, das muss reichen. Der macht die Tür nämlich gleich da hinten auf. Ja, das wollen wir mal sehen. Tschüss. Jetzt sind wir schon mal wenigstens wieder hier drin. Wie gesagt, ich habe zwar keine Ahnung, wo wir dann von hier aus hin müssen, aber das ist jetzt auch erstmal egal. Bleib schuldig. Das Ding hier ist unheimlich. Ich will die Gänsehaut. Können wir das verschieben? Nee. Dann hier rein. Ach ja, so war das. Oh, komm schon. Ach, hier hoch. Ah, okay. Ah. Was? Ach ja, hier rüber. Okay, ich dachte gerade schon, die Tür geht nicht auf, hä? Das ist ja ganz toll. Weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, was wir hier gerade machen. Ich habe keine Ahnung. Ob ich überhaupt richtig laufe? Ah ja, doch, hier. Und da ist ein Speicherpunkt. Das ist schön. Speichern. Alter. Boah, das wird ja immer krasser. Ist ja unfassbar. Naja, ich würde mal sagen, das war eine Folge von Call of Cthulhu und in der nächsten Folge geht's dann weiter hier. Ich kack mir nur ein bisschen in die Hose. Ein kleines bisschen. Oder so. Keine Ahnung. Wir hören und sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Haut rein.